Hallo zusammen, ist der Fluxkommissar, 70 Mitarbeiter, Gastgeber, und ich habe den Tech-In ins Pack aus den Clan-Armees mit den 8er Premium-Panzern der Italiener. Ihr geht in eine Ghetto 46 M35 Mod 46, ne? Ihr kennt ihn, ja, hier auf der Map Klippe in einem 9er 8er Battle, und wir haben hier 6 9er, 9 8er, darunter 2 Heavy, 7 mittlere Panzer, 3 TDs, ein Light und zweimal die Art. Die Munitionsteilung hat er auf den 3 Schuss Autoloader, ihr kennt ihn ja, den Panzer. 24x AP, 21x Premium Munition, APCR. HE spart er sich ganz. Ja, kleines Red Kit, kleines Beginn und Spaghetti Bolognese für die italienische Crew. Ja, Mangiare, ne? So, ST1. Der 9er Heavy der russischen Fraktion. Ja, ist noch nicht durchgekommen. Da war das Mäuschen. Auch da war der Indikator rot. Da kriegt er einige gebrezelt hier. Komm. Ja, Jagdpanzer. Der Tschechoslowakei, den SMV CC 67, hat ihn erstmal eine reingebraten. 404 durfte er abgeben. Aber er hat den ST1 auch penetriert. Also doch mit 242. Ja, Mission schauen wir uns gleich mal an. Ah, da muss er aufpassen, wenn er nach vorne blinzelt hier. Da gibt es gleich welche ab in die Wanne, oder wohl? Da muss er aufpassen. Jetzt Mäuschen. Kette gezogen, aber die repariert. Jetzt gleich nochmal da beim Mäuschen die Kette gezogen. Und ja, jetzt kann die nicht reparieren. Steht da offen da. Arti schlägt zu. Mäuschen fährt weiter vor. Nochmal die Kette ziehen. Jawohl. Ja, zwar abgeprallt an der Kette, aber egal. Aber schon mal die Kette wieder gezogen. T54. Lieber genommen. Jetzt das Mäuschen nochmal stillstellen. Vielleicht nochmal die Kette. Ne, die Seite. Ach, zweiter Schuss will nicht durch. So, jetzt wartet auf den Reload. T55. Voll 2 zu 2 steht jetzt Mission. Gucken wir gleich mal. Wenn wir ein bisschen Zeit haben hier. Hier ist viel los. Mäuschen jetzt in die Unterwanne. Ah, Mäuschen ist. Ja, jetzt wieder gespottet. Und ja, kann er das Mäuschen in die Garage schicken. Erster Kill, 1474 Damage, 440 geblockt, 686 Aufklärungsunterstützungsschaden. Wir schauen gleich nach dem Team. Aber erst der T54 steht mit einem Platten da. Sage ich immer, ne? Wenn die Kette runter ist. Plattfuß. Jetzt doch mal schnell die Mission gucken. Ja, das ist Koalition 8. Meine Pflicht endet nie in Richtung Objekt 200. Was habe ich gesagt hier? 279F. Ja, da war ich einmal gerade ein Gedankenhänger hier. T32. Ah. Genau. Lesen wir, hören wir, brauche ich nicht sagen. Am Turm abgeprallt. Jetzt weiter den penetriert. Erstes Kettenrad. Wieder die Kette gezogen vom ST1. Ist ja der Moiner von den Doppelrohrpanzern. Rums. Aber die Arti kann hier nicht hinterwirken. T32, Kette gezogen. Und der, mit dem nächsten Schuss den T32. In die Garage geschickt. Zweiter Kill. 6 zu 5 steht es. 5 Minuten sind rum. So, ST1 fährt vor. Das ist sein Pech. Ach, und der zweite prallt wieder. Ab in der Seite. Da gibt's Aufklärungsschaden.
auf den ST1. Dann kriegt er wieder einige Schmürgeln, haut den Motor raus, repariert dann natürlich gleich, dass er hier auch vorwärts kommt. Und dann hat er nochmal von dem Jagdpanzer eine reinbekommen. 407 Hitpoints musste er abgeben. Unfreiwillig natürlich. Ja, der Brüster, die Panzer, die da hinten stehen, ist zwar nicht so nett, aber was soll's. Ja, zwei Gunmax hat er auf dem Rohr, glaube ich. Zwei Panzermodelle. Habe ich da gerade gesehen. Hatte ich noch vergessen zu sagen. Was mir auffällt, dass immer Replays meistens von denselben Maps raus rüberkommen. Selten ist dabei, wirklich selten, Fjorde oder Küste. Aber egal. Ich finde die Map Clipper auch eigentlich sehr schön. Oh, sehr schön. Ah, da prallt am Turm ab. Aber der nächste Schuss penetriert. Dritter Kill. Jawohl. 9 zu 7. Ein Schuss in den Busch. So weit will er. Da ist der Jagdpanzer 2. Oder Jagdpanther besser gesagt. So. Raus mit dem SMV CC67. Vierter Kill. So, was haben wir noch? Den Jagdpanther 2, T42, 122 TM, dann zweimal Artidot M, 53, 56, 9er Arti, der Amerikaner und dann noch die deutsche 9er, den GW Tiger und im eigenen Team haben wir noch den Stritzwang S1, die ISO 152K, den Super Pershing, Wahnsinn, auch mal wieder dabei, T26E4. Ja, seine Wenigkeit mit dem Projektor 46, dann auch die M53, M55, dann haben wir noch die russische Art, die 9er, die M12A und den Godzilla, den kleinen. So, erstmal drei Schuss in den Jagdpanther wurde dann rausgenommen, 13 zu 8, 3000 Damage, 1248 Aufleger zur Unterstützung, 440 geblockt. Jetzt nur noch die beiden Artis. So. Erster Schuss. Zweiter Schuss. Ja, der schießt. Wehrt sich auch nochmal. Gibt's doch nicht. Und haut ihn hier eine rein mit 344. Ja, aber die Runde ist zu Ende und wir sehen uns in den Stats. So, und dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift, Progetto 46M und 4 Kills. Und da ist das M, das Panzerass. Dann haben wir auch Spieler, Camper, Wirkungsfeuer, Schlinger, 222.804 Credits, XP, kommen wir Spiele zu. Dann haben wir die Leo Valerius Medaille. Ja, zerstören sie zwei gegnerische Panzer oder Jagdpanzer mit einem mittleren Panzer in einem Standardgefecht. Die müssen ihr
höher sehen. Ne? Gegnerspanzer muss mindestens eine Stufe höher sein. Genau. Das wollte ich noch dazu sagen. Dann gehen wir in die Teamauswertung und haben wir 3641 Damage, 4 Kills, 1550 Basis-XP. Und da gehen wir in den ausführlichen Bericht. 33 Mal geschossen, 30 Mal getroffen, 18 Mal durchschlagen, 218 Damage über 300 Meter, 440 geblockt und 1852 Aufklärungsunterstützungsschaden. Macht einen kombinierten Schaden von 5493. Jawohl. Gefahrene Strecke 2,4 Kilometer, dafür gab es 123.780 Credits, der Bonus für persönliche Reserven 61.890, macht die 185.670, abzüglich Repair, Munition, Ration und Kit bleiben 44.776 Credits als Plus über, das Ganze in 9 Minuten 36, dann die Basis XP plus Siegbonus macht 2.325 XP und Bonus fürs Premium-Fahrzeug 233 XP macht am Ende 2.558 XP und 117 freier V. Ja, schöner Panzer, wunderbar, gefällt mir. Und ja, war eine sehr schöne Runde anzusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.